diesem Black Friday können Sie ausschlafen. Aus der ganzen Region strömen an diesem Tag Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen. Über 9000 Geschäfte in der Wechseln ab Freitag waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten Ausbruch. Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier die ist Kriegsgebiet. Die Pocken sind eine echte mehr Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS oder dass es Ebola. Nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle... unterbrechen. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massengrab umgewandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und mehr. Unsere Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Wir sind The Division und damit heiße ich euch willkommen hier. Moin Moin, hier ist der Angelus zu einem neuen Let's Play Projekt. Ubisoft hat das neue Spiel rausgehauen hier, The Division, Tom Clancy. Und wir befinden uns hier gleich am Anfang in der Charaktererstellung. Ist ja ziemlich cool gemacht mit der Autotür. Und das Anfangsvideo, sehr atmosphärisch, oder? Wo man da gesehen hat, wie, ja, der Virus am Black Friday mit den Geldscheinen in der Stadt verbreitet wurde. Zuerst für eine harmlose, ja, Grippe gehalten und dann ja doch so ein tödlicher Virus. Okay, schauen wir mal an, was ich hier machen kann. Männlich, weiblich. Natürlich nehmen wir männlich. Haben wir nur... Ah, wir haben einige Vorauswahl. Ich werde hier mal meinen Charakter erstellen und dann werden wir auch sofort ins Spiel starten hier in, ja, Tom Clancy's The Division. So, ich habe es mal ein bisschen für euch abgekürzt. So werde ich meinen Charakter hier erstmal lassen. So viel Auswahl gab es nicht, ist jetzt nicht so umfangreich wie in irgendwelchen großen Rollenspielen. Aber ich habe hier noch ein bisschen so ein Tattoo gemacht, so, was mir so ein bisschen, ja, vom Oberkörper an den Hals geht. Passt, glaube ich, ganz gut. Hier kann man noch Piercings und sowas einstellen, das möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Und so eine Brille sieht irgendwie auch nicht ganz so natürlich aus, finde ich. Die sehen sehr, sehr merkwürdig aus. Also, das wird jetzt mein Charakter sein für The Division. Und jetzt gehen wir auf Bestätigen und dann geht es weiter mit dem Spiel hier. Aktiviere Agent Angelus. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Okay, Ideal. Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Okay, es läuft so eine Art Tutorial erstmal noch. Sprinten kann ich noch nicht. Der erste Eindruck von der Optik ist mal wieder super schön hier, wenn man das hier mal so sehen kann. Die Stadt, die ist schon echt erstaunlich gestaltet und detailreich auf jeden Fall. Die Leichen. Okay, wir müssen davon in Deckung gehen. Auch da vorne die Brücke, alles haargenau nachgebaut hier. New York City, wo wir uns befinden. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Okay, auf die Flasche schießen. Kriege ich noch hin. Primärwaffentest erfolgreich.
zur Handfeuerwaffe wechseln. Double Tap auf das Dreieck. Test initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Jo, Dosen schießen. Sekundärwaffentest erfolgreich. Okay, sieht doch gut aus. Ich spiele übrigens auf der PlayStation 4. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Okay, wir wurden aktiviert. Wir sind da so eine Art Schläferagent, die in der ganzen Stadt einfach normale Bürger waren, die normal da gelebt haben. Und in solchen, ja, Ausnahmezustand wie jetzt hier in New York, da werden die einfach aktiviert. Wenn die Uhr so leuchtet, dann wissen sie, ja, sie sind jetzt ja zur Pflicht gerufen sozusagen. Okay, wir sind hier mitten unter der Brooklyn Bridge, wenn wir hier uns zu einer Position in Brooklyn begeben müssen, um unsere Restausrüstung zu holen, ist das schon mal nicht schlecht. Aber immerhin haben wir auch schon mal eine Handfeuerwaffe und eine kleine MP5 dabei. Ich bin sehr gespannt. Agent, ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Fay Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Fay Law, die kenne ich noch aus der Beta-Version, die ich ja auch schon auf meinem Kanal gezeigt habe. Ich bin sehr gespannt, wie umfangreich jetzt hier ja so die Missionen sein werden. Ich möchte das als Let's Play erstmal so ein bisschen für mich spielen. Ganz alleine die Missionen mal durch, so Story-Missionen spielen und sowas und das auch als Video machen. Und dann schaue ich mal, wie weit man das so machen kann. Okay, Safe House angekommen. Ich soll nach oben gehen. Betreten eines sicheren Bereichs. Hey, das sollten Sie sehen. Na, guck mal, hier laufen sogar schon andere Spieler rum. So, das erste Hub, wo man ja andere Spieler treffen kann. Eben draußen in der Stadt war ich alleine. Aber jetzt hier, sobald die hier den Raum betreten, sehe ich die auch. Heute Release, daher recht voll hier. Okay, hier haben wir den ersten Händler. Ziemlich cooler Raum eigentlich. So ein großes Loft oder sowas. Wo ist denn die nächste Zielmarkierung, wo ich hin muss? Da vorne die Tür, okay. Melden wir uns mal bei unserer Kollegin. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachzügler. Agentin Fay Law, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Okay. Zum Terminal gehen. Alles klar. Agenten finden. Ah, hier kann man sogar eine Spielersuche auch starten für Brooklyn. Interessant. Identität überprüfen. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Okay, mit denen können wir auch noch reden. Der gibt uns hier Einsatzberichte anfordern. Dann kriegen wir schon die ersten Missionen auf der Karte angezeigt hier. Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Das ist eine Menge los. Das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Okay. Können wir ja auch noch eine Karte aktivieren? Meistens stehen doch immer noch so eine Landschaftskarten da, die man auch noch aktivieren kann. Gespräche werde ich mir natürlich selbstverständlich alle anhören und da auch nicht dazwischen reden, so dass ihr da auch die Story mitverfolgen könnt hier. Aber hier drin ist erstmal, glaube ich, nichts mehr. Da wird mir auch nichts mehr angezeigt. Schauen wir mal auf die Map. Ob wir schon die ersten Missionen hier annehmen können, dann
werde ich hier in der ersten Folge noch eine Mission spielen, ganz gerne. Hier haben wir einen Nebeneinsatz und dort bin ich. Können wir doch den eigentlich schon einfach mal starten, ja, oder? Brooklyn Wiederherstellung. Nahrungsmittelvorräte wiederbeschaffen. So, einfach mal markieren und dann geht's gleich sofort los in die erste Mission. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. So erfahren Sie ein bisschen mehr über das, was Sie erwartet. Ich finde das Setting übrigens sehr interessant. Auch schon sehr beängstigend eigentlich, so ein, ja, Biowaffenangriff schon, kann man ja Agent, schon bezeichnen. Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Okay, ist natürlich viel Chaos ausgebrochen hier. Wie gesagt, der Kampf um die Nahrungsmittel. Was ist das für eine Uhr? So wie das da vorne zum Beispiel. Sie müssen das nicht tun. Lassen Sie mich gehen. Lässt du mal den Mann da zufrieden? Ein typischer Third-Person-Shooter mit Deckungsmechaniken und so, die aus in der Beta schon sehr, sehr gut funktioniert haben. Und natürlich Rollenspielelemente. Man hat gesehen, Schadenszahlen werden aufgepoppt. Und die Gegner lassen auch Sachen fallen, die wir natürlich aufheben können. Verschiedene neue Ausrüstungen. Viel Loot gibt es im Spiel. Es wird ein Crafting-System geben. Da werde ich doch sicherlich, denke ich, auch Informationsvideo noch zu bringen, wenn ich mich selber noch ein bisschen eingespielt habe. Das Spiel ist, wie gesagt, gerade neu. Ich konnte es eben zum ersten Mal starten und das ist auch hier, wie gesagt, der erste Ausflug, den ich hier überhaupt mache in dem Spiel. Der Anfang hier, der war nämlich in der Beta überhaupt nicht spielbar. Da ist man nämlich gleich mit Stufe 4 ins Spiel gestartet, in der Beta-Version. Und daher ist das ja alles neu für mich und das möchte ich natürlich auch erstmal in Ruhe alles schön genießen, mir einen schönen Eindruck machen. Markierte Position in der Nähe. Da sind wieder ein paar Feinde da vorne. Ich sag's doch, da rührt sich nichts. Noch sehen sie mich nicht. Machst. Ich mach das. Mal die Waffe wechseln. Was machen die denn da vorne? Na schön, du Genie. Dann zeig mal, wie es geht. Wenn man die erstmal noch ein bisschen belauscht, erfährt man auch noch ein bisschen mehr über die Story, warum die so handeln hier überhaupt. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Okay, Bereich gesichert. Es gibt verschiedene Fraktionen hier. Es gibt einmal die hier, das müssten die Riker sein. Das sind Kriminelle, die zum Beispiel auch aus der Nähe aus dem Gefängnis ausgebrochen sind und hier Chaos in der Stadt verbreiten wollen. Die gilt es zu bekämpfen. Dann gibt es noch die Cleaner. Das sind so Flammenwerfereinheiten, die ganze Stadt einfach niederbrennen wollen und somit den Virus ausrotten möchten, mit Feuer bekämpfen. Aber die töten halt wirklich alle, die infiziert sind. Oder denken, dass sie sich infiziert sind. Feindkräfte nähern sich. Okay, Kiste beschützen. Da kommen die um die Ecke. Okay, mit der MP4 geht es aber sehr gut hier voran. Bringen wir das hinter uns. Oh, oh, oh. Nicht einkreisen lassen hier. Hey, bleib mal stehen, ich muss mit dir reden. 20 HP, das sieht man auch wieder. Pro Kill kriegen wir Erfahrungspunkte. Ein richtiges Klassensystem gibt es nicht. Man kann den Charakter so einstellen, wie man es gerne spielen möchte. Als Heiler, Schaden oder Technikbegabt und sowas. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man auch Talente kombinieren kann. Da werde ich dann später, denke ich, auch mehr drauf eingehen, wenn ich selbst mich damit mal befasst habe. Good morning, Vietnam, ey. Dieses Radio. Es könnte jetzt 4 Uhr morgens sein. Ich habe inzwischen mehr Informationen über die Directive 51. Ihr wisst doch noch, was ich über Schläferzellen in ganz Amerika erzählt habe, die wir dieser vom Präsidenten unterzeichneten ultrageheimen Directive 51 verdanken. Offenbar wurden bereits einige von ihnen aktiviert und haben insgeheim die ersten Behandlungsmaßnahmen überwacht. Ihr erinnert euch an diese hübschen Tiergehege, in die sie die Kranken gesperrt haben und aus denen keiner gesund wieder herauskam? Naja,
Als die Kacke so richtig am Dampfen war, sind alle Behörden abgehauen. JTF, Nationalgarde, einfach alle. Und die Schläferzellen? Da weiß ich nicht mehr als ihr. Nun, diese Leute sind das, was in der Directive als erste Welle bezeichnet wird. Warum erste Welle? Ich gehe aber schon zur zweiten Welle. Welle gibt natürlich. Es stimmt, New York. Ihr dachtet, der Spaß wäre vorbei. Aber nein, ihr bekommt es mit einer ganz neuen Bande gesichtsloser Regierungsvertreter zu tun. Und das Beste ist, ihr wisst nicht einmal, wer sie sind. Sie könnten euer Nachbar sein, euer Kollege, Cousin. Ich finde das ziemlich interessant, auch mal die Gespräche zu hören. Sorry, dass ich da eben stehen geblieben bin, aber... Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Okay. Aber ich möchte auch gerne mehr über die... Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Okay, Nahrungsmittel gesichert. Wie gesagt, ich möchte vieles auch über die Geschichte erfahren und was die Division eigentlich sind. Und hier in den Radiosender haben wir halt erfahren, alles Schläferzellen der Regierung, geheime Agenten. Ich gehöre zur Welle 2. Aber was ob die Welle 1 erfolgreich war, das wissen wir noch nicht. Haben wir da drin eigentlich noch mehr? Was ist das eigentlich? Gibt auch wieder so viele Symbole, die man erstmal wieder kennenlernen muss. Ah, hier, das ist eine Kiste. Das ist eine Lootkiste. Schwarzmarktversion. Eine MP. Nee, eine T821. Die plündern wir auch nochmal. Erstmal alle Symbole zuordnen können, die auf der Minimap angezeigt sind. Das andere sind dann wieder Nebenmissionen. Gibt vieles zu entdecken. Ich kann jetzt schon wieder die nächste Mission wählen. Hier bin ich. Das Safehouse ist dort. Und zwei Missionen werden mir hier noch angezeigt. Dann werde ich mir auch auf jeden Fall gleich schon mal wieder die nächste Mission... Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Man kommt immer gar nicht so richtig zum Erzählen, wenn im Spiel halt der Sprecher da... die ganze Zeit auch noch was erzählen möchte. Okay, die nächste Mission handelt sich hier schon um eine Geiselnahme. Rennen wir da auch nochmal hin. Ich wollte jetzt eigentlich die ersten 20 Minuten hier erstmal als erste Folge aufnehmen. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir auch nochmal hier weiterlaufen. Geiselnahme hört sich natürlich auch sehr, sehr interessant an. Und ich glaube, ihr wollt auch einiges vom Spiel sehen. Deswegen laufe ich jetzt auch nochmal zur Geiselnahme. So weit weg war es nun auch nicht. Aber es ist eigentlich auch viel zu schade, um hier einfach so durchzusprinten, ne? Wenn man sich hier einfach mal diese ganze Optik anschaut, ne? Vor Weihnachtszeit noch die ganzen Dekorationen da und dann auch überall die Toten. Ach, guck mal, hier bin ich gestartet. An dem Auto. Die Straßen sehen auch schon echt gut aus mit dem ganzen Schnee. Es gibt dynamisches Wetter. Das heißt, die Sicht... Ich mache Ihnen keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Nee, ihr auch nicht. Das Wetter kann sich jederzeit ändern. Von klarer Sicht zu Schneesturm und sowas. Gutes New Yorkisches Wetter. Wir müssen in die Tunnel gehen. Ah, guck mal, die Straße hier kenne ich sogar von der ersten Präsentation, was sie damals mal als Video rausgebracht haben. Da ist dann nämlich auch hier diese Straße hier lang gegangen. Und da vorne war so ein Polizeirevier, wo dann so eine Schießerei war. Das war im Video. Ja, da ist die Polizeistation. Hier haben sie dann rumgeballert und sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt. E3-Trailer. Ich glaube, das war sogar von 2012 oder 2013, als ich das erste Mal von dem Spiel gehört habe. Oder was? Das müsste, glaube ich, sogar schon 2013 gewesen sein. Irgendwie um den Dreh rum. Da haben sie hier eine übelste Schießerei gehabt und sind dann in dieses Polizeirevier reingegangen. Und hier unten die Tunnel, die wurden da auch angezeigt. Das ist echt cool, wenn man so die Stellen aus den ersten Videos dann selber mal betreten kann. Sieht natürlich ein bisschen anders aus jetzt als in dem Video. Das war damals auch die PC-Version, die dann nochmal ein bisschen besser aussieht. Ich bin hier auf der PS4 unterwegs. Aber da unten die Tunnel, die haben sie auch in den Videos gezeigt. Und da muss ich runtergehen. Ich glaube, das werde ich aber auch erst in der nächsten Folge machen, Leute. Das waren jetzt hier Charaktererstellungen, die ich für euch ein bisschen abgekürzt habe. Und der erste Ausflug... Nahrungsmittelrettung hier. Und ja, wenn ihr Lust habt auf Let's Play The Division,
wo ich hier die Story-Mission durchspielen werde, alleine erstmal für mich das Spiel entdecken werde und auch einiges erzählen werde über hier Talente und Inventar und so weiter, wo ich in den nächsten Folgen drauf eingehen werde. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr da in der nächsten Folge auch mit wieder einschalten würdet. Und ansonsten sage ich jetzt mal vielen Dank, dass ihr hier bei diesem Video dabei seid. Und ja, bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.